Hi! Heute war ich auf einer Podiumsdiskussion hier in der Markthalle und zwar nicht in meiner Funktion als Oberbürgermeisterkandidat, sondern in meiner Funktion als Slammerang-Gründer und erster Vorsitzender, als Kulturschaffender. Es war ein bisschen hitzig, es wurde viel gesagt und wenig versprochen tatsächlich, aber wo sich alle einig waren, bis auf die FDP, dass wir einen runden Tisch brauchen. Einen runden Tisch der Kultur und der Politik. Und alle haben sich wirklich vorbildlich und konstruktiv geäußert, bis auf Herrn Hübscher von der FDP. Das war also wirklich, ich habe sowas noch nicht erlebt und ich möchte auch hier kein Bashing betreiben, aber ich weiß nicht, warum der so viel Angst hat um irgendwelches Geld, das vielleicht ausgegeben werden könnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich der CDU mein Lob aussprechen, der SPD mein Lob aussprechen, der Delmhorster Liste allen anderen, die an dieser Diskussion teilgenommen haben, aus dem Publikum, Ekrem Kuku, eine sehr bewegende Ansage, die er da gehalten hat. 25 Jahre Kerem, unvergessen über 2000 Auftritte. Und es ging um bürokratische Hürden und es ging auch um den Diskurs mit der Politik. Ich als Kulturschaffender, nicht als Politiker, der ich dann vielleicht irgendwann mal sein will, sondern wie finden wir den Weg? Wie finden wir den Weg zurück zur Kultur? Wie stoppen wir das Kneipensterben? Wie sorgen wir für neue Räume? Wie sorgen wir dafür, dass die Jugend, die Kinder und auch die Älteren sich wieder mehr kulturell engagieren? Unter anderem ging es auch um gestrichene Stellen im Museum, die ich angesprochen habe, von denen hier einfach auch niemand geredet hat. Ich arbeite viel mit dem Stadtmuseum zusammen, das wissen viele von euch gar nicht, oder mit dem Haus Coburg und dort zum Beispiel fällt eine Stelle weg, wird durch eine halbe Volontariatsstelle ersetzt. Alles das ist auch Kultur und die FDP meinte, da sollen sich die Selbstständigen und die Solokünstler und so weiter doch selber drum kümmern, um Räume und so weiter. Das fanden wir nicht so toll. Es gab auch tatsächlich für diesen einen Typen keinen Applaus, sorry, dass ich jetzt Typen gesagt habe, das hat mich auch ein bisschen sauer gemacht, weil doch tatsächlich hier alle Parteien unisono an einem Strang gezogen haben, bis auf halt eben erwähnte Partei. Sehr schade. Ich fand es auch sehr schade, wie Herr Hübscher das sieht. Aber vielleicht ist er, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit 75 Jahren auch nicht mehr der richtige Ansprechpartner, um für Kultur in Delmhorst zu sorgen oder sich darum zu kümmern. Wir haben hier festgestellt, dass wir einen runden Tisch wollen. Dieser runde Tisch wurde von allen Parteien außer der FDP sehr begrüßt und soll ins Leben gerufen werden. Und wir hoffen einfach darauf, dass der neue Rat das Ganze auch umsetzt. Und dabei geht es in erster Linie nicht mal um Geld, sondern es geht einfach um den Diskurs und wie können wir Sachen machen. Detlef Blanke, der Veranstalter hier, hat ein paar ganz, ganz tolle Sachen dazu gesagt und hat auch vorgeschlagen, dass er hat auch gesagt, dass es gar nicht viel Geld kosten muss am Anfang, sondern erstmal nur Herzblut braucht. Und ich fordere alle Politikerinnen, die ab September oder Oktober dann im Rat sitzen, auf, Stellung zu beziehen. Wenn du gegen etwas bist, sag aber auch, dass du dagegen bist und versteck dich nicht hinter einer geheimen Abstimmung oder sonst irgendwas. Mir wurde von Klaus Hübscher auch vorgeworfen, dass der runde Tisch ja nicht dann demokratisch ist. Und es war sehr wild hier heute. Ihr merkt, ich habe mich ein bisschen auf ihn eingeschossen, aber es war auch sehr traurig, dass er einfach keinen Diskurs zugelassen hat und also in meinem Empfinden. Wie gesagt, wenn du keinen Applaus kriegst, hat das einen Grund. Ich habe diesen Abend oder Nachmittag als sehr, sehr konstruktiv empfunden. Ich freue mich auf den neuen Rat. Ich freue mich darauf, dass wir als Politiker oder als Kulturschaffender in meinen beiden Funktionen, dass wir dann eine gute Zukunft blicken. Und mit diesem runden Tisch ist der Anfang getan. Kleine Schritte und dann große. In diesem Sinne, haut rein!